Grüß Gott und guten Abend bei Oberösterreich, heute am Fasching Montag. Unsere Schlacht Springer Assis aus dem Kreis. 1600 Mädchen und Buben haben heuer beim Mühlviertler Hallenfußballcup um Tore gekämpft. Am Schlusstag des Turniers in der Bezirkssporthalle Rohrbach haben die jungen Fußballerinnen und Fußballer bewiesen, dass sie nicht nur mit viel Ehrgeiz, sondern auch mit viel Können zu schönen Hoffnungen berechtigen. Für heimischen Fußballnachwuchs ist bestens gesorgt. Auch für weiblichen Torfrau Jacqueline beweist's. Auch die kompetenten Beobachter an der Bande sind von den gebotenen Leistungen beeindruckt. Egal welche Altersgruppe hier spielt, es gibt in jeder Mannschaft, egal 10, 12, 14 oder 18-Jährige, und egal aus welchem Ort diese Spieler kommen, gibt es Talente. Also zu sagen, in Österreich gibt es keinen Nachwuchs, ist sicherlich falsch. Das bestätigen auch die Miniknaben von Union Käfermarkt hier in Grün-Weiß. Die Käfermarkter verlieren am Finaltag kein einziges Spiel und zeigen Kampfstärke, aber auch viel Ballgefühl. Die Eltern auf der Tribüne leben natürlich besonders mit. Sie sehen einen überlegenen Turniersieg von Union Käfermarkt im Unter-10-Bewerb. Und wie heißen die persönlichen Vorbilder der Nationalspieler von morgen? Der Wolfert. Der Andreas Herzog. Nein, der Diego Maradona. Der Litz Gullit. Der Andreas Herzog, der ist einfach ein guter Techniker und die Tore, was er schießt, ist einfach super. Was sind so deine Stärken? Ja, eigentlich das Tore schießen am meisten und ich glaube, im Tricksen bin ich auch nicht schlecht. Nächster Programmpunkt sind die Nachrichten aus den anderen Bundesländern. Zum Abschluss noch die Tabellen. Bei den Miniknaben Union Käfermarkt erzielte ein Torverhältnis von 11:0 und 8:0 Punkte. Union Neumarkt Torverhältnis 3:1, 5:3 Punkte. Der SV Gallner Kirchen Torverhältnis 3:2 und ebenfalls 5:3 Punkte. Union Waldmark Torverhältnis 2:9 und 2:6 Punkte. Und die SV Kramerstetten 0:7 Torverhältnis und 0:8 Punkte. Bei den Knaben, erster Union Rohrbach-Berg mit einem Torverhältnis von 17:2 und 7:1 Punkten. Union Katzdorf 6:2 Punkte und Torverhältnis ebenfalls 6:2. Dritter Union Rohrbach-Berg 2. 5:3 Punkte, Torverhältnis 3:4. Union Käfermarkt 1:7 Punkte, Torverhältnis 0:8. Und Union Neumarkt 1:7 Punkte und Torverhältnis 1:11. Bei den Schülern U14, der SK St. Magdalena erzielte 12:3 Tore und 7:1 Punkte. SV Gallner Kirchen Torverhältnis 4:3 und 5:3 Punkte. Union Oberneukirchen 5:3 Torverhältnis und 4:4 Punkte. Union Katzdorf Torverhältnis 5:10 und 3:5 Punkte. Und Union Reichenthal 4:11 Torverhältnis und 1:7 Punkte. Und bei den Das Endergebnis bei den Junioren U18 lautete 1. Union Rohrbach-Berg 7:1 Punkte, Torverhältnis 5:1, 2. der SK St. Magdalena, 6:2 Punkte, Torverhältnis ebenfalls 5:1, 3. SC Tragwein Kamik, 3 Punkte, Torverhältnis 5:7, 4. der SV Gallner Kirchen, 2 Punkte, Torverhältnis 4:7 und 5. die Spielgemeinschaft Weitersfeld in Kaltenberg, ebenfalls 2 Punkte, Torverhältnis 1:4, die gleiche Tordifferenz wie Gallner Kirchen, nur Gallner Kirchen hat um 3 Tore mehr geschossen als Weitersfelden. Und so wurde über den Nachwuchscup berichtet. In den Zeitungen gab es viele Berichte, die Mühlviertler Rundschau, die Rohrbacher Notizen, aber auch die Tagespresse nahm sich des 7. Hallen Fußball-Nachwuchscups an.
Auch im Rundfunk gab es mehrere Reportagen und Interviews. Und vom Fernsehen haben wir den Bericht bereits gesehen. Und kurz zusammengefasst wollen wir einige Reprisen über den Nachwuchscup nochmals einspielen. Damit der 7. Zentralsport Hallenfußball Nachwuchscup 1993 auch ordentlich abgewickelt werden kann, bedarf es eines riesigen Organisationsteams. Ich darf dieses Team in weiterer Folge etwas vorstellen. Am Regieplatz in der Sprecherkabine sitzt Andy Wöss, einer der Hauptorganisatoren bei diesem Hallenturnier. Er hat die Sache bestens im Griff. Er ist für Turnierplangestaltung und für alle Ansagen zuständig und er macht die Sache seit Jahren in bewährter Form. Nachdem ja die Union Rohrbach eine elektronische Zeitanzeige hat, ist auch diese Anzeigentafel von hier aus zu bedienen. Vielleicht hat der Andi bei dem Spiel so viel Zeit, mir ein paar Funktionen darauf zu erklären. Ja, es ist folgendermaßen. Losgehen, kurz mit Start und Stopp, das ist einmal die wichtigste Taste, um ein Spiel, um die Spieluhr zu starten. Dann gibt es das automatische Hubsignal am Ende der Ablaufzeit.
Das unterbricht man mit dieser Taste. Sollen dann Tore fallen, ist das hier für die Heimmannschaft und hier für die Gastmannschaft zu drücken. Am Ende des Spiels geht man auf die Korrekturtaste, drückt wieder jeweils so oft auf eine Taste, so viele Tore bei der Heimmannschaft erzielt wurden, bis man wieder auf Null ist. Macht das auch für den Gegner, drückt dann wieder die Korrekturtaste und man kann praktisch beim nächsten Spiel wieder mit der Neuangabe beginnen. Das sind also diese Tasten, die wir hier in Verwendung haben, um den ganzen Ablauf mit der Matchuhr, die für diese Veranstaltung wirklich sehr wichtig ist, zu bedienen haben. Ja, Andi, bedanke mich für diese Instruktionen. Es ist ja sicher nicht schlecht, wenn man als Zuschauer einen gewissen Überblick über die einzelnen Spiele hat, sowohl von der Zeit als auch vom Ergebnis. Wenn man einen Spielplan ausschaut, weiß auch die Mannschaft auf der linken Seite, sollte normalerweise immer von links nach rechts spielen, also die Heimmannschaft. Richtig. Und die Auswärtsmannschaft spielt immer von rechts nach links. Wobei die Auswärtsmannschaft immer den Anstoß hat. Aber nur da für uns, es ist natürlich ganz wichtig für den jeweiligen Sprecher in der Kabine, dass er weiß, wer die einzelnen Spieler sind mit den richtigen Rückennummern. Und daher hat jeder Verein einen Plan abzugeben, damit die Tore den richtigen Spielern zugeordnet werden können. Wenn wir gerade sehen, haben wir da links den Verein Askümmerthausen. Askümmerthausen spielt gegen den SV Freistadt bei den U12-Mannschaften und es steht 3 Minuten vor Schluss noch 0:0. Noch 3 Spielminuten im Spiel zwischen Askümmerthausen und dem SV Freistadt. Spielstand nach wie vor 0:0. Nächstes Spiel, TSV Uckensheim gegen Union Käfermarkt. Mannschaften bitte fertig machen. Nachdem ja der Grimmswille und der Wös Andi nicht alles so lange erledigen können, haben sie natürlich ein riesiges Team zur Seite. Und in der Sprecherkabine bin ich jetzt gerade bei einem, der beim 7. Nachwuchscup erstmals mithilft, soweit ich feststellen kann. Es ist der Markus Mondl, er ist ein Schüler der Hauptschule, er besucht die 3. Klasse und er bewährt sich schon ganz gut bei den Ansagen von den einzelnen Spielern. Und ich wünsche ihm noch viel Erfolg, dass er seine Sache recht gut macht. Markus, schau mal ein bisschen Richtung Kamera, dass wir dich auch dann noch erkennen. Gell? In der Halle fleißige Mithelfer, sondern auch im Vorbereich der Halle im Foyer. Da ist die Küche aufgebaut. Und Chefin der Küche ist die Rosi Draxler, die zuständig ist für die Zubereitung von unseren Speisen, die wir nachher verzehren werden. Und den Küchenbetrieb gemeinsam mit den Damen betreut. Eine der Mithelferinnen ist die Uli Engleder. Sie wartet auf den Ansturm der Gäste, gell? Eine weitere Mitarbeiterin in der Küche ist die Kutzel Heidi. Vom Beruf ist sie Kindergartenhelferin in St. Stephan am Wald. Sie hat natürlich auch einen Spieler und sogar einen Trainer in der Familie, sodass sie fast eine Verpflichtung ist, da mitzuhelfen bei dem großen Nachwuchs der Murenradler. Wieder ein wichtiger Mitarbeiter im Bild. Es ist der Neudorfer Willi.
Er ist zuständig für die Fotos der einzelnen Mannschaften. So, ich habe es gehört. Das ist schon interessant. Kappen sind schon für alles gut. Aber ich glaube, da war ein Bischofsmützen was Gescheites. So, ich setze heute fort mit der Vorstellung des Organisationsteams. In der Sprecherkabine ist ein Mitarbeiter, der Christian Pilsel. Christian, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 23. Und Orban, du bist bei der Bundesbahn, gell? Und der andere ist Österreicher, von der Orban, für die Nummer 7, Pika Ankommen. Der Christian macht es mit ein paar anderen, also mit dem Wössern, mit dem Müller, mit dem Mondo, Markus in der Sprecherkabine. Er ist zuständig praktisch, dass der Turnierablauf geregelt ist, dass die Ergebnisse durchgehen werden, dass die Zeitnehmung überwacht wird und so weiter. Normalerweise soll man die Leute der Arbeit filmen, aber Sissen gehört natürlich auch dazu. Da habe ich einen Reischl Fritz, er ist der Hallenwart, zuständig praktisch für Auf- und Abbau und für den ganzen Hallenbetrieb. Und er ist seit Jahren ein braver Mitarbeiter in diesem Organisationsteam vom Hallengarten. Mahlzeit, gell? Sonst habe ich einen Günther Pilsel da, der hilft an der Kasse aus und er ist überhaupt bei der gesamten Organisation vom Nachwuchsclub seit Jahren dabei und hilft bis Mittag, dass es zu einem vollen Erfolg wird. Ein weiterer Mithelfer, der für die Kasse zuständig ist, ist der Hohmeter Walter. Er wird dann schauen, dass die Pickel noch ein bisschen an den Mann gebracht werden. Und jetzt ins Lesker gehen. Er ist der Chefkassier vom 7 Notebooks Cup. Er ist Freiberuf Großstandsleiter in Hosloch. Und sonst in der Fußballsektion seit vielen Jahren aktiv, früher Spieler und jetzt ist Funktionär. Haben wir jetzt den Chef. Manager vom besonderen Turnier vom 7. Notebooks Cup. Das ist der Wilde Krems. Er hat vor 7 Jahren praktisch dieses Turnier ins Leben gerufen. Damals haben wir mit einem ganzen kleinen Turnier angefangen und das Turnier ist immer größer geworden, sodass wir auf den heutigen Stand von 124 Mannschaften gekommen sind. Der Wilde ist praktisch die Seele des Vereins, kann man sagen, und er ist der Gesamtverantwortliche. Unternehmen haben wir in Eichner Peter, er ist der Sektionsleiter der Sektion Fußball in der Turn- und Sportunion Rohrbach-Berg. Ich muss natürlich wieder ein wenig fortsetzen bei der Filmerei vom Organisationsteam. Eine Mithelferin ist die Elisabeth Brechtl. Sie arbeitet in ihrem Hauptberuf auf der Oberbank. Und sonst ist sie eine fleißige Helferin beim Buffet sowie am Sportplatz, als auch gerade beim 7 Notebooks Cup. Und heute hilft noch eine mit, und zwar die Frau Hannerer, die den Kaffee, den Kaffee im Kuchenbereich betreut. Und der Traxl-Peppi ist auch einer, der mithilft im Organisationsteam. Er ist für den Transport zuständig. Er muss die Kissen schleppen und Getränke und so weiter. Er ist der stärkste Mann in diesem Team. Mein Mithelfer an der Kasse, das ist der Putzen Anton. Er hat sich die ganzen Tage um den Verkauf der Pickel gesorgt. Und heute muss er natürlich die 18-Mannschaft betreuen.
Wir hoffen, dass er viel Erfolg damit hat. Erste Anzeichen haben sie ja schon eingestellt. Werden wir sehen, wie der Tag verläuft. Gell? Wir haben vom Organisationsteam. In der Sprecherkabine sitzt der Müller Becker. Er ist schon seit Jahren fleißig beim Nachwuchscup dabei. Er ist sonst auch aktiv im Verein. Das Reserve-Turmer. Was er beruflich macht, weiß ich nicht. Das könnte man dann sagen, wie alt er ist. Wie 22 Jahre. Und arbeitet in eigenen Fischerei. 5, 4, 3, 2, 1. Die Sehen beim Organisationsteam. Dann haben wir die Karin Kraxler, die auch mithilft im Buffet. Eigentlich beruflich. Bist du in der Schule oder studierst du? Was studierst du? Der Gerhard Mondo, der Gerard, mit Spitznamen hilft auch.